Shoklam Bhagadaram Vishnum Sashivanam Chirupucham Prasanavadnam Kyayet Sarva Vigno Pashantaye. Heute Abend wird Atma Mitra uns auf eine Klangreise führen. Klangreise, die in die stille Meditation führt und wieder über den Klang uns zurückführt. In der Zwischenzeit wird es eine Stille geben. In der Stille könnt ihr entweder auf eure eigene Weise weiter meditieren oder den Klang weiter auf euch wirken lassen oder mit einem Mantra meditieren. Die Meditation hat 4 Phasen aus dem Nada-Yoga. Die erste Phase ist die Konzentration auf den Klang im Außen. Nutze die Schwingung der Klangschale, um dich vom Außen in die zweite Phase, die Stille nach innen, führen zu lassen. Lausche dann in der zweiten Phase diesem inneren Klang, der entsteht jenseits vom Außen, ganz in dir. Konzentriere dich in dieser Phase auf den inneren Klang, bis dieser sich verändert zu einem Form, zu einem Licht oder einer bestimmten Form, die sich in der vierten Phase ebenfalls transzendiert zum Paranada, zum transzendenten Klang wird. Folge der Klangschale konzentriert über das Außen in die Stille mit dem dritten Anspiel nach innen.
Mantra singen, indem wir die Klänge bisher auf uns haben wirken lassen, können wir jetzt selbst Nada-Klänge erzeugen. Und auch, indem sie bisher sehr meditativ waren, jetzt etwas enthusiastisch. Jaya Ganesha, Seite 12 im Kirtan-Heft. Kirtan-Hefte findet ihr in den Regalen und den Eingängen. Jaya Ganesha, Seite 12. Thank you.
das ein Lied, das Mahatma Gandhi gesungen hat. Das ist auch die, ich glaube, die Titelmelodie des Films über Gandhi. Das hat er sehr häufig gesungen, auch mit diesem Ishvara Allah Tere Nam. Gott hat viele Namen, Ishvara Allah und so viele andere. Und Swami Vishnu hat dann noch die englische Version. Names are many, but God is one. Love thy neighbor as thyself. Namen sind viele, aber Gott ist eins. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte mit euch Jai Shri Ma singen. Es steht nicht im Kirtan, aber das könnt ihr auch so. Sobald ich mich hier eingerichtet habe mit den ganzen Mikros um mich herum, geht's los. Gut, dass ich Yoga mache, da kann ich mich hier so drum rumbiegen. Jai Shri Ma, Kali Kali Ma, Jai Shri Ma, Jai Shri Ma, Jai Shri Ma, Kali Kali Ma. Jagadambe Shri Ma.
schätze unser Hab auf unserem Weg. Mutter, oh göttliche Mutter Kali, schenke uns alle Bhajan hatte den Namen Bhajan, das heißt Gesang. So singt er jetzt etwas und trommelt. Er leitet hier ja viele Ausbildungen von Fußreflexzonen, Massageausbildung über Klangmassage, Prana-Heilung, Kristallakupunktur und auch eine ganze Menge anderer. Theata um Bekansee ist 548. Wir machen ein bisschen Performance, wir singen zuerst und trommeln. Irgendwann singt er dann mit, ein bisschen später, am Anfang noch nicht. Ein bisschen runter, das Licht. Summer got these all high.
Beata, um Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsasa, Mut, Gottes, Ruhe. Beata, um Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsasa, Mut, Gottes, Ruhe. Taum, Bekansee, Bekansee, Ma Bekansee, Ratsatsam und Gatti Soha. Der Taum, Bekansee, Bekansee, Ma Bekansee, Ratsatsam und Gatti Soha. Der Taum, Bekansee, Bekansee, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Da Tia Taum, Bekanze, 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 Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, 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 Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Tia Taum, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsatsamu Gatsi Suha. Wenn ihr nicht tanzen wollt.
Satchara chara paripurna shivoham 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 nityananda swarupa shivoham Satchara chara paripurna shivoham shivoham nityananda swarupa shivoham shivoham anandoham anandoham anandam brahma Chaitanya Putashtoham Putashtoham Nitya Nitya Swarupa Shivoham Shivoham Anandoham
Wir singen ein paar Mal das Mantra Krishna Krishna Nummer 604. Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayam Kara Govinda Paramananda Sarvam Eva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayam Kara Govinda Paramananda Sarvam Eva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayam Kara Govinda Paramananda Sarvam Eva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayam Kara Govinda Paramananda Sarvam Eva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayam Kara Govinda Paramananda Sarvam Eva Shamanaya. Ich möchte heute Abend sprechen über Karma Yoga, den Yoga der Tat. Das ist ja auch der Beginn der zweiten Woche der vierwöchigen Yogalehrerausbildung und dort ist am Samstagabend oft das Thema Karma Yoga. Und ich möchte zuerst etwas weiter ausholen, Karma Yoga in Beziehung setzen zu den anderen Yoga-Wegen. Viele von euch haben es schon tausendmal gehört, die 6 Yoga-Wege. Manche haben es heute zum ersten Mal gehört. Und Karma-Yoga spielt in allen Yoga-Wegen eine Rolle. Karma-Yoga natürlich ist an sich ein Yoga-Weg, der Yoga der Tat. Karma heißt zunächst mal Tat, Handlung. Karma-Yoga spielt eine Rolle im Jnana-Yoga. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, der Yoga der Weisheit. Vesna hatte das den letzten Kirtan gesungen. Satcharachara paripurnam shivoham shivoham. Jnana-Yoga sagen wir. Shivoham shivoham. Ich bin das unendliche Bewusstsein. Shiva. Shiva heißt aber auch Güte. Shiva heißt Liebe. Shiva heißt alles Glücksverheißende. Shivoham, das bin ich. Purna in meiner ganzen Fülle. Anandaham, ich bin Wonne, ich bin Freude. Anandam, Anandam Brahm, ich bin göttliche Freude. Und ich bin das zu jeder Zeit. Kann das sein? Wer war die letzte Woche nur glücklich? Antwort, jeder von euch. Auf der tiefsten Ebene. Auf einer emotionalen Ebene kommen Höhen und Tiefen. Mal ist es schön, mal ist es weniger schön. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal lächelt uns jemand zu, mal faucht uns jemand an. Mal
werden wir gelobt, mal getadelt oder noch schlimmer. Wir hören, dass jemand gesagt hat, dass er gehört hätte, dass jemand schlecht über uns geredet hätte. Oder hat in der E-Mail die Höflichkeit nicht beibehalten. So viele Möglichkeiten, wie wir uns selbst unglücklich machen können. Anandoham, ich bin Wonne. Wie kommen wir dorthin, das zu erfahren? Wir müssen schauen, wer ist dieses Ich, das Wonne hat? Der Körper? Hat der Körper Wonne? Vielleicht die Hand? Vielleicht der Bauch? Vielleicht Herz? Aufschneiden, man Chirurgen fragen, ist im Herzen Wonne? Physischen Herzen? Ist höchstens Blut. Hoffentlich. Ist in Gedanken Wonne? In Emotionen? Jein. Die Wonne kann sich dort spiegeln. Wir können euphorische Glücksgefühle haben. Euphorische Glücksgefühle sind nicht Ananda. Wir können aber uns lösen von der Identifikation mit dem Körper. Ist das möglich? Neulinge werden es vielleicht nicht für möglich halten. Manche ganz Neulinge halten es für möglich. So wie die meisten Anfänger glauben, sie könnten sicherlich ohne Schwierigkeiten 2 Minuten lang den Geist ruhig halten. Da habe ich gerade heute so einen Podcast gehört, also eine Hörsendung, wo Menschen gefragt wurden, ob sie 2 Minuten lang denken, sie den Geist ganz ruhig halten können. 80% der Menschen denken, das können sie schon. 0% kann es ohne Übung. Aber wenn wir mal anfangen, werden wir erstmal feststellen, schwierig. Aber es ist dennoch möglich. Wir können merken, der Körper ist spürbar, aber ich bin nicht der Körper. Wir können merken, der Körper mag es, dem mag es angenehm sein oder nicht so angenehm. Ich bin davon unberührt. Gedanken mögen kommen und gehen, ich bin davon unberührt. Menschen mögen freundlich sein und unfreundlich sein. Es mögen sogar meine Emotionen dadurch beeinflusst werden. Aber ich selbst bin davon unberührt. Ich kann beobachten. Man kann zum Beispiel so eine Übung machen, dann schauen, Beobachtung, irgendwo, man ärgert sich über etwas. Kann man schauen, wo ist mein Ärger? Wo beginnt er? Für manche beginnt er 3 Zentimeter unterhalb des Beginnes des Brustbeins, geht bis 14 Zentimeter weiter unten, beginnt etwa 1 Zentimeter oberhalb vom Brustbein, geht bis 4 Zentimeter da hinten und ist vielleicht so 8 Zentimeter breit. Da ist unser Ärger. Können wir probieren, das nächste Mal, wenn ihr ärgerlich seid, mal 4 Zentimeter links davon zu spüren. Da ist er nicht mehr. Oder 8 Zentimeter diagonal nach rechts oben, das ist auch nochmal interessant. Manchmal, wenn er dort geht, dann dehnt sich plötzlich der Ärger dort noch mit aus. Das scheint dort irgendwo sich hinziehen zu wollen. Kann man einen Trick machen, geht mal auf die andere Seite, so schnell kommt er nicht mit. Man kann den Geist so verwirren. Dann bringt man den Punkt zwischen den Augenbrauen. Dann steigt diese langsam nach oben. Aber wir können uns davon lösen und das als ein lustiges Spiel ansehen. Als ob da wie eine Katze ist, die dort ist, die irgendwo zu einem hinkommen will. Und irgendwann legt sie sich schlafen, weil es langweilig wird. Und dann können wir zu dem gehen, was jenseits von Emotionen ist, jenseits von Gedanken, jenseits von Gefühlen. Und da ist Anandoham, ich bin Wonne. Um das jetzt wirklich zu erfahren, mein Vortrag ist ja eigentlich über Karma-Yoga, ich muss, ne? Um das zu erfahren, gilt es, im Alltag zu handeln.
Swami Shivananda sagt, es ist einfach, wenn man irgendwo im Himalaya ist und ganz allein ist, sich über niemanden zu ärgern. Obgleich das Swami Vishnu gesagt hat, der war öfters mal ganz allein im Himalaya, auch mal über mehrere Monate. Man findet immer etwas, über das man sich ärgern kann. Es kann das Wetter sein, es können Steine sein, es können Vögel sein, es können zu heiß, zu warm, zu nass, zu trocken sein. Das Essen, das man sich erbettelt, kann zu gut sein, zu schlecht sein, zu salzig, zu wenig salzig, zu gewürzt, zu wenig gewürzt. Die Menschen, die einem das Essen bringen, können zu unhöflich sein, zu respektlos oder scheinheilig respektvoll oder zu spät kommen, zu viel, zu wenig und so weiter. Dennoch, man kann es irgendwie einrichten. Und Swami Shivananda schreibt irgendwo, na, was nutzt es dir, wenn du irgendwo in der Einsamkeit im Gleichmut sein kannst und behauptest, aham brahmasmi, ich bin dieses unendliche Selbst, satcharachara paripurnam shivoham, nitya nitya svarupa shivoham shivoham, anandoham. Was nutzt dir das, wenn du dann in die Ebene gehst und dann, so wie dich jemand unfreundlich anschaut, du explodierst. So gilt es im Alltag, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen und jedem dankbar sein, der uns unfreundlich behandelt. Es gibt diese Vers von Swami Shivananda, der sagt jetzt mal, Chidanan, Chidanan, Chidananda hum, Harahalame Almasta Sat Chidananda hum. Was auch immer geschieht, meine wahre Natur ist und bleibt sein Wissen und Glückseligkeit. Und dann gibt es auch noch englische Teile und das dort sagt er irgendwo, bear insult, bear injury, highest yoga. Trage Kränkung, trage Schmähung, da ist das höchste Yoga. Ein anderer Swami hat mal gesagt, wenn wir keinen Guru persönlich an unserer Seite haben, brauchen wir jemand, der uns öfters kränkt. Die Aufgabe des Gurus ist es, unser Ego zu finden und es uns bewusst zu machen. Wie macht er das? Bitte? Indem er uns in der Hinsicht trifft. Der Swami Vishnu hat mir dort mal sehr unangenehme Lektionen erteilt. Ich hatte es irgendwie, mir war es irgendwo gelungen, meinen Geist sehr ruhig inmitten von Höhen und Tiefen zu halten. Ich habe eine ganze Weile an Gleichmut und Gelassenheit gearbeitet. Als Jugendlicher und Kind war ich eher ein jähzorniger Mensch. Wenn es irgendwas gab, was ich nicht wollte, das konnte mich zur Weißglut bringen. Das habe ich dann, habe ich stark daran gearbeitet. Hat der Swami Vishnu so mehrere Aspekte genommen. Das eine war mal, er hatte mal probiert, mir Buchhaltung beizubringen. Jetzt müsst ihr wissen, ich habe Betriebswirtschaft studiert, spezialisiert in Konzernrechnungswesen. Und zwar international. Mit Bestnote abgeschlossen. Und der Swami Vishnu hat mir jetzt versucht zu erklären, was soll und haben ist und aktiver und passiver. Und er hat es vollkommen verquer gehabt. Ich habe da erst nicht verstanden. Die Lektion war, er wollte an meiner Identifikation dort arbeiten. Und das hat er mir dann mehrmals nachts um 3 und um 3:30 und um Mitternacht hat er geweckt und dann seine Assistentin angerufen und dann hat er gesagt, Sukadevanandaji, Swamiji wants to teach you. Da hat er mich noch an was anderem gekriegt. Ich habe keine Probleme, 16 Stunden am Tag Seva zu machen. Aber ich brauche meine 4 Stunden Schlaf. Und die brauche ich zwischen 12 Uhr und 4 Uhr. Was hat der Swami Vishnu gemacht? Mir ausgerechnet um die Zeit, mich angerufen, dass ich um die Zeiten dort Buchführung lernen sollte.
wenn er mir wenigstens gesagt hätte, dass er mir jetzt sein spezielles Buchhaltungssystem beibringt. Da hätte ich mich drauf eingelassen. Ich bin ein intellektuell neugieriger Mensch und in ein neues System einzutauchen, hätte mich fast, aber nein, er hat gesagt, ich müsste lernen, wie man richtig Buchführung macht. Danach kämen dann irgendwelche Steuerprüfer und die würden das anschauen. Und dazu musste ich das lernen. Es hat nämlich eine Weile gekostet, wo ich dann mich geärgert hatte, wieso der Same Vishnu mir das beibringt, bis ich dann schließlich verstanden habe, worum es ihm dort gegangen war. Also im Karma-Yoga, am Ego arbeiten, da, wo die Identifikationen sind. Oder eine andere Identifikation, die er mal an mir hatte, war, irgendwann hat er mich beauftragt, eine Broschüre zu machen. Dann wurden Hauptaussendungen, auch damals schon Amerika, Kanada, Shivananda-Yoga-Zentren waren groß, 150.000 bis 200.000 Broschüren waren gedruckt. Ich weiß nicht mal, wie viel es waren, jedenfalls unglaublich viel damals. Jetzt war hier bei Yoga Vidya mehr, aber damals war das, klang das unglaublich viel. Und ich war stolz auf diese Broschüre. Der Same Vishnu hatte sie gesehen und der war da gerade im Schweigen und hat dann geschrieben, wer hat so eine furchtbare Broschüre gemacht? Throw it all in the garbage. Werft sie vollständig in den Müll. Da hat er mich jetzt an zwei Sachen gepackt. Erstens, der Same Vishnu hatte eigentlich schon mal den Entwurf gesehen und hat gesagt, very good, Master is working through you. Sehr gut, Meister wirkt durch dich durch. Und direkt danach, schon weggeworfen. Und ich war so, fand, das war so eine gute Broschüre. Und dann das Zweite, ich bin durchaus ein sparsamer Mensch. Und jetzt diese ganze Broschüre wegwerfen. Irgendwie habe ich angefangen zu zittern fast. Dann wurde ich heiß. Und erst habe ich gewartet, macht der Same Vishnu das rückgängig. Nein, dann wurde die ostentativ neben, also der ganze Papiermüll hin. Ich musste raus durch den Wald. Diese Verschwendung, wir hatten kein Geld. Wir wussten nicht, wie wir die nächste Aussendung überhaupt bezahlen sollten, wie wir das Porto bezahlen sollten, wie wir die nächste Hypothek, Ratenzahlung abzahlen. Gut, irgendwann habe ich dann aber auch wieder gesehen, okay, ich sollte die Welt nicht so ernst nehmen. Letztlich, alles ist Maya, alles ist Illusion, das Ganze ist ein großes Spiel. Und vermutlich will mir Same Vishnu das zeigen. So wie ich das eingesehen hatte, dann wurde die Broschüre wieder weggeräumt vom Müll. Und sie wurde auch versendet. Und sie war sehr gut. Das sind die Aufgaben eines Gurus. Einem zu zeigen, wo sind wir verhaftet und dann schauen, wie stark hängen wir daran. Wenn man keinen persönlichen Guru zur Seite hat, und diese Funktion eines Gurus könnte auch von einem Menschen stark missbraucht werden, das wäre jetzt kein Problem. Man könnte jetzt einfach alle rumlaufen und jeden kränken und gucken, wo es tut am meisten weh. Das wäre jetzt nicht das Richtige. Aber es geschieht freiwillig und mehr unfreiwillig. Und es geschieht gerade im Alltag. Und es passiert umso mehr, je mehr wir uns einsetzen. Eine Frau, von der ich sehr viel gelernt hatte, sie dürfte jetzt 30 Jahre her sein, so lange schon, die hatte auf ihrem Schreibtisch hatte sie so ein Schild, da stand drauf, wer viel macht, macht viele Fehler. Wer wenig macht, macht wenig Fehler. Wer nichts macht, macht keinen Fehler. Und dann drin hat sie noch handschriftlich, das sind ja so Sachen, die man irgendwie kaufen und drunter, er macht aber den größten Fehler überhaupt. Das war jetzt eine Frau, die sehr engagiert war,
und in ihrem großen Engagement auch immer wieder Fehler gemacht hatte und auch immer wieder angeeckt ist. Aber sie war eine sehr kreative und sehr viele gute Ideen kamen von ihr. Und wenn man sich viel engagiert, wird man viel anecken. Und wenn man besonders viel macht, wird man auch besonders viele Fehler machen. Wenn man besonders viele Fehler macht, dann erwartet man ja, dass die anderen einen das anerkennen, oder? Hofft man doch. Und normalerweise ist man dann sehr sichtbar und dann gibt es 90 Menschen, die sagen, toll. Und dann gibt es 4, die sagen, so schlimm. Und 1000 sagen, nichts. Die 90, die wird man nicht beachten. Die 1000 bellt man im Hinterkopf und denkt, undankbares Volk. Und die 3, an die halten einen vom Schlafen ab. Mindestens ist das vermutlich die Vorgehensweise der meisten Menschen. Wenn man jetzt intensiv arbeiten will an seinem Ego, was macht man dann? Sich intensiv einsetzen, intensiv engagieren und sich über jeden freuen, der irgendeinen Fehler rauskriegt. Einen vermeintlichen oder auch unvermeintlichen. Oder einen, der tatsächlich da ist. Und dann lässt man los und dann erkennt man tief im Inneren, Anandoham. Jetzt kann ich das nicht so gut singen wie Vesna. Anandoham, ich bleibe Wonne. Er ist da ganz der Meinung. Ich bin Wonne. Vom Jnana-Yoga her gibt es auch noch so viel mehr von Karma-Yoga. Loslösung vom Ego, Nicht-Identifikation mit Körper, Emotionen, Geist, aber auch das Bewusstsein, in mir ist alle Kraft drin. Jnana-Yoga wäre auch die effektivste Weise gegen alle Formen von Burnout. Wenn man im Jnana-Yoga verankert ist, dann hat man immer dieses Berührtsein, immer diese Kraft im Inneren. Man wird weder sich von einem äußeren Perfektionismus kaputt machen lassen, noch von äußeren Herausforderungen, noch von langen Arbeitszeiten, noch von irgendwas anderem. Man weiß, ich bin und bleibe Ananda. Auch das war etwas, wo Swami Vishnu uns drin trainiert hatte. Als ich irgendwann mal Swami Vishnu gesagt hatte, irgendwie, Swamiji, es wird ein bisschen viel, aber nicht einen Teil der Aufgaben an jemand anders geben kann. Und dann hat er erstmal mich bedauert und hat gesagt, oh, ach so viel, you're doing so much. Und am nächsten Tag hat er mir noch 3 zusätzliche Aufgaben gegeben, die noch 2 zusätzliche Stunden, weil die überhaupt nicht zu schaffen waren. Dann musste ich lachen. Das war dann so ähnlich wie die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Kindergeschichte auch eine Rabbi-Geschichte. Irgendwo eine Frau kam zu einem Meister, also ich kenne sie in der Version zum Rabbi, und sagte, ich habe ein viel zu kleines Haus, was soll ich tun? Und dann sagte der Rabbi am nächsten Tag, ja, hast du eine Kuh? Sagt sie, ja, nimm die Kuh auch noch ins Haus. Hast du noch irgendein Nachbarskind, lass das auch noch mal übernachten bei dir. Hast du noch eine Katze, die soll auch noch rein. Und alles Mögliche kommt noch rein. Und dann, nachdem dann wirklich kein Kubikzentimeter Platz mehr war, dann sagt der Rabbi, okay, und jetzt kannst du alle rauslassen. Und dann sagte sie, ah, jetzt habe ich genügend Platz. Gut, und so geht es in vielerlei Hinsicht. Jnana-Yoga. Nächster Aspekt des Karma-Yoga ist Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga heißt Hingabe an Gott. Darüber habe ich auch heute Morgen gesprochen, diejenigen, die um 7 Uhr hier im Satsang waren.
Karma-Yoga und Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga, Gottesverehrung, Gott spüren, Hingabe zu Gott haben. Wir machen vieles, um Bhakti zu erzeugen. Wir singen Mantras, wir üben Arati. Auch die Asanas in einer gewissen Weise von Bhakti. Man verbeugt sich in die Vorwärtsbeuge. Wir öffnen uns nach oben. Wir drehen uns so zur Seite. Wir haben diese wunderschönen Bilder. Wir sprechen Gebet. Das einfachste Gebet wäre, oh Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich doch bitte als dich, dann lass mich dich doch spüren. So, für viele, die anfangen, kann das eine Möglichkeit sein. Gott, so viele reden von dir, behaupten, sie spüren dich. Ich spüre überhaupt nichts. Wenn es dich gibt, bitte, lass mich dich doch spüren. Das können wir jeden Morgen, Gott, könnt ihr jeden Morgen, jeden Abend ausprobieren. Irgendwann werdet ihr merken, ja, da antwortet jemand. Aber wenn niemand antwortet, ist auch nicht weiter tragisch, dann wisst ihr mindestens, in der jetzigen Phase eures Lebens ist Bhakti-Yoga vielleicht nicht euer Haupt-Yoga-Weg. Es gibt noch genügend andere. Aber dann wisst ihr es nicht nur wegen Vorurteilen und intellektueller Blockade. Aber die Mehrheit wird feststellen, wenn wir uns an Gott wenden, es kommt eine Antwort. Swami Shivananda hat mal humorvoll gesagt, Gott ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ist Nachfrage da, gibt es auch das Angebot. Ist BWL-mäßig nicht so ganz korrekt, aber spirituell 1000% korrekt. Wenn wir von innen heraus Verlangen nach Gott haben, ist Gott auch erfahrbar. Aber es reicht nicht nur aus, irgendwo Gott so ein bisschen im Mantra singen zu spüren und Pujas zu machen und Homas. Und es gibt ja noch viel mehr, man kann auch tanzen, man kann auch singen, man kann so viel machen. In die Natur gehen und dort in der Schönheit genießen und in den Vogelstimmen. Wenn er morgen früh aufwacht, dann macht man das Fenster auf und hört den Vogelstimmen zu. Spätestens dann habt ihr Bhakti. Gerade Sonntag früh gibt es noch keine Autos. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ihr früh aufsteht. Noch um 6 Uhr gibt es keine Autos, noch um 6:30. Am schönsten ist es übrigens so 4 bis 5 Uhr, wenn die Vögel langsam anfangen und dann schrittweise bis 6 Uhr ihr Konzert erhöhen. So langsam wird das Herz dann immer weiter offen. Aber egal wann, geht auch noch 6:30 oder 6:45. Aber das reicht nicht aus, sondern dann geht es in den Alltag. Hingabe heißt auch dienen. Es reicht auch nicht aus, wenn eine Mutter einfach nur das Kind, dem Kind sagt, oh, ich liebe dich. Baby braucht auch Milch, Muttermilch. Baby braucht auch Zuwendung. Es wird jetzt nicht ausreichen, dass die Mutter irgendwo das Kind auf den Boden legt und ganz voller Liebe das Kind anschaut und von dem Geschrei ganz das Herz sich öffnet und sie ganz toll findet. Funktioniert nicht auf die Dauer. Und nicht nur Liebe zwischen Mutter und Kind, auch Liebe zwischen Gott und Mensch ist genauso. Wenn wir Liebe zu Gott empfinden, dann gilt es auch, für Gott etwas zu tun. Und Jesus hat es so ausgedrückt, was ihr dem Geringsten getan habt unter euren Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Schwestern habe ich jetzt ergänzt. Aber was wir da gemeint haben. Was ihr getan habt, den Geringsten oder auch den Geschwistern, das habt ihr mir getan. So, wenn wir im Alltag Menschen dienen, können wir sagen, ja, Gott manifestiert sich in jedem Menschen vor mir. In jedem, insbesondere in denjenigen, die leiden, insbesondere in denen, die unsere Hilfe brauchen, im Besonderen den Kranken, den Alten, wie Swami Shivananda sagt, den Bedürftigen. Aber es gibt auch solchen, die emotional leiden. Vielleicht in Indien, zu Swami Shivanandas Zeit, war es noch wichtiger, den, wie es sagt, den feed the hungry, nurse the sick and take care of the old ones. Füttere die Hungrigen oder gib den Hungrigen etwas zu essen und kümmere dich um die Kranken. Damals gab es in Indien noch nicht ein funktionierendes Gesundheitssystem.
und kümmere dich um die Alten. Gab auch keine Rente oder so etwas. Gut, in unserer Zeit, jeder, der irgendwo Hilfe braucht, oft ist es emotional, manchmal braucht jemand ein freundliches Wort, manchmal braucht jemand etwas Unterstützung. Und manchmal braucht er gerade dann Unterstützung, wenn wir uns so gefreut haben, jetzt gerade eine halbe Stunde Zeit für mich und jetzt läuft er durch einem über den Weg. Wäre mir doch besser die andere Treppe gegangen. Ne? Es gibt ja im Haus Gänge, die nennen sich die VIP-Gänge. Ja? Dafür kann man weitestgehend vermeiden, jemanden zu sehen. Aber selbst dann kann jemand kommen und dann sieht man, dem geht's nicht gut. Gut, und manchmal muss man natürlich auch sagen, ja, um besser dienen zu können, muss ich auch dafür sorgen, dass dieser Körper-Geist-Komplex Kraft und Energie hat. Auch das müssen wir tun. Und manchmal können wir Gott dadurch dienen, dass wir Asanas und Pranayama üben, dass wir mehrere Wochen uns von allem Kama-Yoga zurückziehen und wirklich intensiv praktizieren, neue Energie ansammeln, um danach mit neuem Enthusiasmus dienen zu können. Wir machen das dann nicht für uns, sondern wir machen es für andere und damit auch für uns. Dieses Gleichgewicht muss dann natürlich auch da sein. Aber vorübergehend ist es gerade dann wirklicher Dienst, wenn es nicht ganz dem entspricht, was wir denken, was wir tun wollen. Dienen. Mütter mit Kindern kennen das. Kind richtet sich nicht genau nach dem, was man selbst, wie man selbst gerne hätte. Es gibt dann manche Kinder, die einem mehr Gelegenheiten zu wachsen geben, auf diese Weise. Manche geben einem mehr Gelegenheit, auf andere Weise zu wachsen. Gott wirkt so, Gott wirkt auf so viele Weisen. Hingabe. Raja-Yoga, der nächste Yoga-Weg, der in Verbindung mit Karma-Yoga steht. Raja-Yoga heißt königlicher Yoga. Er heißt nicht Faulenzer-Yoga. Er heißt auch nicht Feiglings-Yoga, sondern Raja-Yoga, Herrscher-Yoga. Raja-Yoga sagt, wir wollen unseren Geist stark machen. Das heißt Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken des Geistes, Konzept des Raja-Yoga. Dann ruht der Sehen in seiner wahren Natur. Wenn es uns gelingt, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann kommen wir zu unserer wahren Natur. Das könnte man annehmen, das heißt, wir müssen irgendwo unseren Geist entschleunigen, alles halb machen. Weniger Gedanken haben, sanfter denken, so irgendwo uns halb engagieren, viertel engagieren noch besser, irgendwo uns aus allem ein bisschen rausziehen. Dann wird ja der Geist immer ruhiger, dann wird er träger, in Sanskrit heißt das tamasik, aber nicht wirklich ruhiger. Der Weg des Raja-Yoga ist ein anderer. Es ist ein Weg über starke Konzentrationsfähigkeit des Geistes. Ein ganzes Kapitel vom Yoga Sutra geht über die Entfaltung der Gedankenkraft. Und über diese Aspekte hat dann letztes Swami Shivananda einige Bücher geschrieben. Gedankenkraft und positives Denken, die Kraft der Gedanken, dann Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Mysteries of Mind Control und noch ein paar andere Werke. Swami Shivananda ging sehr stark darum, dass Menschen lernen, ihren Geist stark zu machen. Und das geht im Alltag durch das tägliche Tun. Das geht auch dadurch, dass wir uns öfters mal was zutrauen. Swami Shivananda hat gerne so gesagt, be bold, be cheerful, sei mutig, sei heiter und freudevoll. Sind viele Yogis neigen dazu, ja, wenn es schwierig wird, ich gebe das jetzt ab. Ich ziehe mich zurück. Es bringt mich aus dem Gleichgewicht. Manchmal ohne, dass überhaupt jemand da ist, an dem man das abgeben könnte.
geht darum, Stärke zu entwickeln, Raja zu werden. Und dann wird auch der Geist stark, öfters mal Mut haben, öfters mal schauen, was könnte ich noch zusätzlich machen. Manches muss man freiwillig machen, manchmal kann man sich dafür melden, manchmal wird man dafür inspiriert, sich dort irgendwo kommt so ein Impuls, nachher denkt man, hätte ich nur meinen Mund gehalten. Und dann aber noch ein bisschen später merkt man, ja, da ist, dadurch bin ich gewachsen. Gut, und so ist dann im Alltag Karma-Yoga als Teil des Raja-Yoga. Und so wird unser Geist ruhig. Bleibt noch Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga. Was haben die jetzt mit Karma-Yoga zu tun? Zum einen, um wirklich so intensiv dienen zu können, ist es natürlich wichtig, dass wir unsere Batterien auch aufladen. Intensives Dienen und letztlich auch spirituelle Entwicklung ist viel schwieriger, wenn wir eben keine Asanas und Pranayama machen. Und da gibt es manchmal so das Paradox, Menschen sagen, ich habe zu wenig Zeit, deshalb mache ich keine Asanas und Pranayama. Das Paradoxe ist, wenn man keine Asanas und Pranayama macht, bekommt man nicht mehr Zeit. Im Gegenteil, wenn wir wenig Zeit haben, ist es umso wichtiger, Asanas und Pranayama zu machen. Denn wir brauchen Energie, wir brauchen Kraft. Und Asanas und Pranayama machen noch mehr als nur Energie geben. Sie helfen auch, dass der ganze Körper entspannt, dass sich nicht Spannungen irgendwo festsetzen. Sie helfen auch, dass wir Körpergefühl haben, helfen auch für Intuition. Patanjali erwähnt es im 3. Kapitel, dass Intuition sehr wichtig ist, auch und gerade wenn wir im Alltag viel tun wollen. Und Intuition ist oft körperlich spürbar. Patanjali gibt sogar verschiedene Tipps, wo wir uns hinkonzentrieren wollen, um welche Intuition zu entwickeln. Er macht das nur mit ein paar Körperregionen. Letztlich jede Körperregion ist irgendwie verbunden, auch mit einer bestimmten Art von Bewusstheit und Intuition. All das können wir im Hatha-Yoga machen. So gilt, um intensiv dienen zu können, brauchen wir intensiv Pranayama und Asanas. Und so ist es auch durchaus angemessen, dass man sagt, ja, ich bin mal ein Wochenende, mal eine Woche im Ashram, oder es gibt auch eine Reihe von Menschen, die im Ashram wohnen, kann noch mehr dazukommen. Und auch die Menschen im Ashram werden dann feststellen, sie brauchen auch mal eine Zeit, wo sie intensiver praktizieren. Ja, eine Woche oder zwei Wochen oder mal vier Wochen oder wer ein paar Jahre dabei ist, auch mal länger. Intensiv praktizieren und danach hat man die Kraft wieder für das Karma-Yoga. Aber es geht auch umgekehrt. Indem man Karma-Yoga übt und so sein Ego durchlässiger macht, indem man auf diese Weise auch innere Blockaden löst, funktioniert auch das Pranayama sehr viel besser. Denn Blockaden schaffen wir nicht nur über das Essen in unserem System, auch. Weshalb wir ja sattvig uns ernähren und auf alles Mögliche verzichten, was die Nadis, die Energiekanäle verstopfen könnte. Aber es ist nicht nur das Essen und es ist nicht nur, was man als Brandopfer darbringt, um Lungen und Nadis zu ruinieren, was es gilt wegzulassen. Es ist nicht nur dieses, sondern es sind nicht nur irgendwo schlechte Schwingungen, die wir sind. Schlechte Schwingungen sind dann schlechte Schwingungen, wenn wir sie nicht von innen heraus besser werden lassen. Natürlich ist es gut, an Ort von guter Schwingung zu gehen, im Ashram öfter mal, aber jemand, der viel Prana hat, kann selbst jede Schwingung besser machen. Ein großer Teil der Blockaden kommt letztlich über unseren eigenen Geist. Ich kann das nicht, das geht nicht, das ist zu viel, der mag mich nicht, das und so weiter. Ist jedes Mal eine Blockade. Man ärgert sich über etwas, man wird irgendwo deprimiert und so weiter. An allen möglichen Ecken und Enden werden wir unsere Nadis verschließen. Oder wir spüren irgendjemand, dass der uns
kränkt und so weiter. Wir können lernen, das nicht zu tun. Wir können lernen, Energie durch uns durchfließen zu lassen. Wir können lernen, wohlwollend und freundlich auch gegenüber denen zu sein, die es mal nicht zu uns sind. All das reinigt unsere Nadis. Und dann fällt es leicht, in Kapalabhati und Wechselatmung das Prana zu spüren, in Bhastrika die Kundalini zu erwecken, in der Meditation sie ins Sahasrara Chakra zu führen und dann in höhere Meditationsebenen zu kommen. Für all das ist Karma-Yoga ein wichtiger Hilfsweg. Oder ein wichtiger Teil, nicht nur Hilfsweg, ein wichtiger Teil. Karma-Yoga ist aber auch ein Weg an allein für sich. Karma-Yoga, mit diesen letzten Sätzen will ich dann schließen, Karma-Yoga geht es darum, Herz zu öffnen. Im Karma-Yoga geht es darum, Liebe zu entfalten zu allen Wesen. Im Karma-Yoga wollen wir von unserem Herzen her andere spüren und wollen Verbundenheit erfahren. Hier sind wir fast wieder beim Jnana-Yoga. Jnana-Yoga sagt nämlich, Sarvam Kalvidam Brahman, es gibt nur eine höchste Wirklichkeit hinter allem. Und diese höchste Wirklichkeit, dieses Göttliche ist in jedem Einzelnen und in jedem, mit dem man zu tun hat. Indem wir anderen helfen, anderen dienen, uns in andere hineinversetzen, schauen, was wir tun können, erweitern wir unser Bewusstsein. Spüren wir nicht nur uns, sondern eben auch andere, um irgendwann unser Bewusstsein so weit auszudehnen, dass wir erkennen, ich bin eins mit dem Unendlichen, reines Bewusstsein. Wir haben Zeit. Nummer 800. Das Om Triambakam kann man auch für bestimmte Menschen singen. Wer jemanden kennt, der Heilenergie braucht, körperlich oder emotional, kann ihn oder sie denken. Und wir wollen besonders einschließen, Robert, der letzte Woche gestorben ist, wollen auch den einschließen, der ihn im Verkehrsunfall überfahren hat. Mögen die Seelen Frieden finden und etwas Gutes aus dem großen Schmerz erwachsen. Darum, dass wir das mit einschließen, darum bittet Saraswati. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Urvarukam Ivabandhanam Mrityo Shriyamamrtat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadhanam Urvarukam Ivabandhanam Mrityor Mokshiyamamrtat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadhanam Uravarukam eva bandhanan Utyor mokshiyamam ritat
Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Puranam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sakinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschit Tukabhag Bhavet, Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritam Gamaya, Om Puranamada Puranamidam Puranat Puranamudachyate Puranasya Puranamadaya Puranamivavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden Frieden. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bole Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bole Shri Vishnevananda Maharaj Ki Jai. Wir stehen auf zum Arati Nummer 804. Beziehungsweise wir können das Arati auch heute, wie wir es meistens Samstagabends machen, im Dunkeln, wodurch die Flamme des Kampfes nochmals besonders stark wirkt. Wer den Text noch nicht auswendig kennt, kann den Refrain mitrezitieren. Jai Jai Arati, Licht sei überall. Raja.
Kannst auch so verteilen, Menschen können mit der Hand. Ich möchte auch erwähnen, es ist auch möglich, ein paar Tage, Wochen, Monate oder länger im Ashram zu leben, Teil unserer spirituellen Gemeinschaft hier zu werden, zu lernen mit Satsang, mit Yogastunden, mit Karma-Yoga, im Zusammensein mit anderen Menschen. Das kann eine sehr schöne und tiefgehende Erfahrung sein und etwas, womit man auf dem spirituellen Weg sehr gut vorankommen kann. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr zum einen entsprechende Broschüre in den Regalen euch nehmen. Da gibt es so etwas Mitarbeiter werden bei Yoga Vidya, wie auch mal im Seva-Team euch erkundigen und ja, da könnt ihr mehr Infos bekommen. Morgen früh geht es dann ähnlich weiter wie heute Morgen. Teilnehmer der vierwöchigen Yogalehrerausbildung um 6 Uhr unten auf der Ebene 0 und die anderen um 7 Uhr Meditation. Hier die stille Saraswati-Raum, die geführte. Oder wer will, kann auch schon um 5 Uhr im Shivalaya Retreat Zentrum meditieren. Oder es gibt um 5 Uhr auch Homa-Feuerritual im Homa-Raum und um 6 Uhr dann Pranayama für die Fortgeschritteneren hier in diesem Raum. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Nachtruhe.